Also das ist eine Übersicht der oberen Extremität mit klinischen Aspekten. Und natürlich kann ich nicht alles, was Sie während 5 Wochen gelernt haben, wiederholen. Und das ist nicht das Ziel hier, sondern einige Dinge nochmal betonen und einige allgemeine Regeln zusammenzufassen. Und ich habe so mit diesem Smiley markiert, was wirklich wichtig ist. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie. Ich glaube, es hat jemand vergessen, seine Sprache auszustellen. Ah, weil ich einige Geräusche und jemand hat etwas gesagt. Okay. Also ich habe so markiert, die Dias, die sehr wichtig sind für die Prüfung auch, die wir immer fragen. Okay, und einige Dinge sind nur interessant, aber das fragen wir nicht in der Prüfung. Also zuerst beginnen wir heute mit Knochen, Gelenken und Muskeln. Und okay, also wir beginnen mit den Knochen und einige Frakturen. Sie können erwähnen zum Beispiel Clavicular Factor, der erste Knochen, was wir gemacht haben, ganz am Anfang. Und hier ist das natürlich sehr häufig. Vielleicht haben einige von Ihnen schon das gehabt. Und meistens ist diese proximale Ende wird nach medial und medial und oben gezogen von diesen Muskeln, Sternocleidomastoideus. Und sie haben dieses Band gelernt, Ligamentum Colaco-Clavicularis, das verhindert, dass diese Dislokation passiert. Und Schulter wird nach unten gezogen und Arm wird nach medial gezogen von Musculus pectoralis major. Also meistens ist die Position so. Das kann auch während der Geburt passieren, Clavicula-Fraktur. Dann Schultergelenk, jetzt ist das wichtig, also das fragen wir in der Prüfung. Also Schultergelenkverrenkung, das muss man erwähnen, wenn man dieses Thema in der Prüfung hat. Also die Kapsel ist sehr, sehr weit, sehr schlaff und wir haben über diese Inkongruenz gelernt. Das entsteht zwischen Gelenkpfanne und Gelenkkopf. Also Gelenkkopf ist so rund, Gelenkpfanne ist so flach. Also es gibt eine Inkongruenz und die Bewegungen sind sehr frei, genau deswegen, aber auch Ausrenkungen oder Verrenkungen sind sehr häufig. Also das ist dieser Preis, dass wir für Beweglichkeit bezahlen müssen. Und die Verrenkungen werden meistens nach unten passieren. Warum? Weil nach oben verhindert dieses Ligamentum coracoacromiale die Verrenkung. Das haben wir schon vor vielen Wochen gelernt, dieses Band hier. Das verhindert Ausrenkung nach oben. Und nach unten die Rotatorenmanschette. Hier, wenn wir das so zeichnen oder zeigen, diese sind die Schulterrotatoren, Schultermuskeln. Von hinten haben wir Supraspinatus, Infraspinatus und Teres minor. Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, wie die Finger, das hier zeigen, an Tuberculum majus. Und von vorne Musculus subscapularis an Tuberculum minus. Also so kann man das wirklich zeigen. Und diese Muskeln zusammen heißt Rotatorenmanschette und das ist sehr wichtig für den Humeruskopf zu halten. Und wir haben auch so ein Syndrom, das muss man nicht mit Namen wissen, über Rotatorenmanschette muss man wissen, welche Muskeln dazu zählen. Dieses Syndrom muss man nicht wissen, aber wir haben so ein Syndrom, Rotatorenmanschette Syndrom durch natürlich repetitive Bewegung, also am häufigsten in Sportler ist das. Und Rotatoren-Syndrom. Dann haben wir diese Luxation, wie schon gesagt, sehr häufig im Schultergelenk. Und meistens passiert das nach unten und vorne.
nach unten und vorne, also nach oben, dieses Band, Ligamentum coracoacromiale, verhindert Ausrenkung nach oben. So meistens ist das nach unten. Hier kann man das sehen. Oder dieses Bild zeigt zum Beispiel Musculus, diese rotatoren Manschette, Lähmungen, zum Beispiel bei Plexus brachialis Lähmung, dann kann Humerus Kopf so teilweise ausrenken und so kann man das hier sehen, Plexus brachialis Lähmung, also wenn Rotatoren, diese rotatoren Manschette funktioniert nicht. Und bei Ausrenkungen, und das ist wieder Anatomie, geht Nervus axillaris so durch Hiatus axillaris lateralis nach hinten und dort kann das auch verletzt werden, Nervus axillaris. Und natürlich haben wir viele akute und chronische Schulterprobleme, jetzt vielleicht noch mehr, weil wir immer beim Computer sitzen, also akute natürlich bei Unfall und Sportler haben viele solche Probleme oder chronisch ist wegen Irritation chronische degenerative Veränderungen, wenn man immer repetitive Bewegungen macht mit dem Schulter. Diese Probleme muss man nicht so detailliert wissen, das lernen Sie später in anderen Fächern. Hier kann man auch, das ist wieder Anatomie, Musculus supraspinatus, das kann sich verkalken, hier die Sehne und dann haben wir natürlich chronisches Problem, chronischer Schmerz und so weiter. Weitere funktionelle Beziehungen, Bezüge der Gelenke der oberen Extremität, dann natürlich in allen Gelenken können wir Ausrenkung haben, zum Beispiel bei Trauma also, oder Fraktur können wir irgendwo haben. Dieses Bild zeigt auch so eine Situation oder diese Bilder hier zeigen bei so einem Sturz Radius distales Ende hat eine Fraktur oder irgendwo alle diese Bilder, verschiedene Möglichkeiten von Frakturen. Die kleinen Gelenke an der Hand sind natürlich irgendwas kann wieder damit auch passieren, aber sehr häufig sehen Sie solche Hände, besonders in älteren Leuten, das sind alle diese degenerative Veränderungen, Entzündungen, die mit Alter natürlich viel häufiger sind. Bursa, Frau Lubitsch hat über Bursa auch gesprochen, als sie diese allgemeine Vorlesung über Muskeln gemacht hat. Und eine Bursa kann sich entzünden irgendwo. Also Bursitis ist relativ häufig im Schulter oder hier auch am Ellenbogen. Wenn wir zu viel so sitzen, dann chronisch kann das irritiert werden und so haben wir Olecranon Bursitis. Dann Ellenbogengelenk kann hier auch ausrenken. Dann hier können die Bänder auch so zerrissen werden, gerissen werden. Und oder hier zeigt auch, dass eine Fraktur, also verschiedene Formen, können wir haben. Das ist ganz interessant, diese Verletzung, und besonders gefährlich bei Kindern. Also wenn dieses hier, dieses Bandligamentum annulare radii, das hält den Radiuskopf und eigentlich bildet die Gelenkpfanne für Articulatio radio ulnaris proximalis. Und das kann so locker sein noch in Kindern und wenn wir so machen, dann kann sich das ausrenken, also das sollte man nicht machen. Dann Armbruch und verschiedene Frakturen. Hier zeigt dieses Bild verschiedene Möglichkeiten, wo ein Armbruch passieren kann und welcher Nerv verletzt werden kann. Also ganz oben Nervus axillaris, dann Nervus radialis. Nervus radialis dort verläuft hinter dem Humerus in dieses Sulcus nervi radialis.
dann kann das dort verletzt werden. Oder hier vorne oder mehr distal, wenn der Bruch mehr distal ist, dann kann man Nervus ulnaris oder Nervus medianus verletzen. Und diese Fraktur, diese distale Radiusfraktur, heißt auch Fraktur in loco typico, also sehr typisch, wenn man so nach vorne fällt, heißt auch Kohlsfraktur, also das ist so typisch, dass es einen Namen auch hat. Das ist die häufigste Fraktur und so häufig ist das, dass ungefähr ein Viertel, ein Fünftel von allen Brüchen sind diese Radiusfrakturen. Also ganze Gewicht ist auf dem Radius und das ist eine schwache Stelle des Radius und so wird das dort brechen. Und dann ist die Hand in dieser Position, das zeigt auch Göbel-Deformität, ja, diese Position. Also ein Traumatolog erkennt das sofort. Oder Osskaphoideum kann auch einfach brechen, wenn wir genauso in dieser Position sind und mit Handwurzelknochen uns halten. Und Osskaphoideum ist der erste radialste Knochen, also das wird ganz häufig brechen. Osskaphoideum, hier kann man auch so eine Fraktur sehen. Und das hat leider eine sehr schlechte, sehr schlimme Blutversorgung. Also man muss ein Gips für 12 Wochen, also das ist 3 Monate, tragen oder muss man sofort operieren. Und wenn man das nicht so lange hat oder nicht operiert wird, dann heilt sich das sehr langsam und kann das ganz schlecht sich heilen und kann der Knochen auch degenerieren. Das heißt avaskuläre Nekrose. Das, dieses Wort muss man nicht wissen, nur über Osskaphoideumfraktur soll man wissen. Dann natürlich alle anderen Knochen können noch brechen. Hier zum Beispiel Metakarpalknochen, das heißt auch Boxersfraktur so durch so einen Schlag oder Fraktur des Phalanx. Hier sind die Knochen schon viel schwächer, also so eine Situation kann das auch verursachen und ist das natürlich sehr, sehr schmerzhaft, weil hier die Finger sehr viele Nervenendigungen haben und sehr, sehr fein innerviert sind. Dann kommen die Bänder und Aponeurose. Die Aponeurosis palmaris, das ist eigentlich die Sehne von Musculus palmaris longus, das kennen Sie, das soll man für die Prüfung auch wissen, dass hier wir eine Kontraktur haben können. Das ist relativ häufig, dass diese Fasern, die Aponeurose bilden, sich kürzen und so wird die Hand diese Position haben und man kann die Finger nicht mehr gerade haben. Die einzige Lösung ist Operation. Man muss diese verkürzte Fasern durchschneiden. Der einzige, die ganz große Operation, weil das, wie Sie das noch in der Leiche gesehen haben, sehr lang, sehr ausbreitet ist, diese Aponeurose. Dann die Sehnen kommen von Flexoren und Extensoren. Hier kann man diese Sehnen scheiden und die Sehnen auch verletzen. Wenn das passiert, hier kann man diese Sehne von Musculus flexor digitorum superficialis sehen. Und ist es sehr wichtig, dass die Blutversorgung so senkrecht zu den Sehnen geht. Ja, senkrecht. Und hier haben wir diese Vincula, diese kleinen Septen, die diese Arteria vincularis haben, das muss man nicht so wissen, aber diese senkrechte Verbindungen muss man wissen und diese enthalten die Arterien, deswegen soll man das nicht so aufheben und von Knochen entfernen. Also das ist sehr, sehr wichtig.
Und dann, Frau Lubitsch hat diese Bilder auch gezeigt oder ähnliche Bilder, als sie über die Sehnen und Sehnenscheiden gesprochen hat. Also Sehnenscheiden sind so eine Duplikatur. Wir haben Pars fibrosa und Pars synovialis und so ein Mesotendon, eine Duplikatur zu den Sehnen. Und diese synoviale Schicht hier zwischen den beiden Schichten haben wir diese Flüssigkeit und das ist sehr wichtig für reiblose Bewegungen. Und hier passiert das wieder relativ häufig. Ich kenne viele Leute, die das haben, also Freunde, Familie. Also sicherlich haben Sie das schon auch gesehen. Das kann so schockierend aussehen, aber ist eigentlich nur eine Zyste. Und das tut nur weh, wenn es einen Nerv komprimiert. Sonst tut das nicht weh. Und das ist nur eine geschwollene synoviale Zyste. Hier kann man diese sehen. Am häufigsten ist es ist hier in der Hand, aber kann irgendwo anders auch vorkommen. Und das heißt ganz blöd, muss ich sagen, Ganglion. Ganglion, wenn man Ganglion sagt, denkt man immer an Ansammlung von Nervenzellen, wie wir das schon gelernt haben in Histo und Sie die Schnitte auch gesehen haben. Aber diese haben absolut nichts mit Nervenzellen zu tun. Eigentlich auch Ärzte, die das schon in vielen Fächern gelernt haben, denken häufig, dass das mit Nerven zu tun haben, also Ganglion. Aber das macht Ganglion in diesem Sinne bedeutet nur eine Hülle, etwas, eine Erhebung. Also das ist hier eine Zyste, synoviale Zyste. Das kann man entfernen. So sieht das aus. Dann wieder sehr wichtig für die Prüfung sind diese Infektionen, diese Entzündungen von den Sehnenscheiden und diese sogenannte Flexoren, Sehnenscheiden, die wir in Anatomie schon gelernt haben, also Musculus flexor pollicis longus und flexor digitorum superficies und profundus, sind zwei getrennte Sehnenscheiden, aber das ist die häufigste Variation, dass die Sehnenscheide im kleinen Finger bis zum Ende verläuft. Hier in den anderen drei haben wir eine Interruption, also hier in der Mitte haben wir keine Sehnenscheide. Warum ist das so? Das weiß ich nicht, aber das ist die häufigste Variation, dass im Daumen und Kleinfinger wir komplette Sehnenscheide haben. Und so sind die Infektionen im Daumen und Kleinfinger viel mehr gefährlich als die anderen drei. Warum? Weil wenn wir hier eine Infektion haben, zum Beispiel durch infizierte Nadel oder sowas, wie dieses Bild das zeigt, dann kann sich die Infektion weiter verbreiten und von dieser Sehnenscheide kann die Infektion zum Daumen gehen. Und dann weiter nach Proxima, zum Beispiel wie dieses Bild das zeigt, der ganze Arm ist schon infiziert. Also das ist viel mehr gefährlich. Und das heißt V-Phlegmone. Phlegmone ist Entzündung im Bindegewebe, weil das so V-förmig ist. Also Kleinfinger und Daumen so machen eine V-Form. Und dann haben wir noch weitere Entzündungen, Tenovaginitis oder hier Sehnenscheidenentzündung. Das ist wegen repetitiver Bewegungen, also häufig zum Beispiel Pianospieler, wenn die Sehnen sich immer reiben oder heutzutage wegen Computer ist das auch relativ häufig, Schreiben oder Computer auch. Also diese Sehnenscheidenentzündungen sind leider häufig. Also jetzt lassen wir die Knochengelenke. Und jetzt kommen die Muskeln. Natürlich, wir haben also ungefähr halbe Stunde, 25 Minuten. In 25 Minuten ist mein Ziel, nicht alle Muskeln aufzulisten und alles über die Muskeln sagen. Dazu haben Sie die Stunde
und auch natürlich selbstständiges Lernen. Ich will nur einige Dinge betonen, die ich immer sehe, dass es ein Problem ist in der Prüfung und einige klinische Bezüge und funktionelle Bezüge zu erwähnen. Also wieder muss ich diese Vorlesung als Beispiel nehmen. Mein Vorschlag ist wirklich, dass Sie diese Vorlesung von Frau Lubitsch nochmal angucken. Also sie hat das als Einleitung in Muskellehre gehalten, aber jetzt, dass Sie schon die Muskeln gelernt haben, fast alle Muskeln, also wir sind fast fertig mit Anatomie, jetzt lohnt sich das wirklich wieder zu sehen, weil Sie verstehen jetzt viel mehr als am Anfang. Und sie hat schon auch die Muskelgruppen erwähnt, wie wichtig das ist, dass Sie in jedem Teil des Körpers die Muskelgruppen kennen. Und hier haben wir diese 6 Hauptmuskelgruppen an der oberen Extremität. Hier spinohumerale Muskeln sind die oberen Rückenmuskeln, dann thoracohumerale, wie pectoralis major und so Beispiel, thoracohumerale zwischen Thorax und Humerus, dann die Schultermuskeln und dann Oberarm, Unterarm und Handmuskeln. Das ist schon einfach. Und an Oberarm und Unterarm haben wir weitere Flexoren und Extensoren. Oberarm und Unterarm, Flexoren und Extensoren. Also ich werde nur einige Dinge betonen hier. Und wieder zeige ich die Dinge, die wichtig sind für die Prüfung mit einem Smiley. Also, obere Rückenmuskeln, die größten 2 sind natürlich Trapezius und Latissimus dorsi. Und hier würde ich einen sehr häufigen Fehler erwähnen, wenn wir über Muskelfunktionen fragen. Also ich zeige ein Muskel an der Leiche oder auf einem Bild, wenn wir Online-Prüfung haben, und dann frage ich, was ist das? Nächste Frage, was ist die Innervation oder was ist die Funktion, Ursprung, Ansatz? Und über Funktionen, meine Lieblingsantwort ist Kontraktion. Ja, alle Muskeln kontrahieren sich, deswegen sind die Muskeln. Aber wenn wir Funktion fragen, dann wollen wir hören, was in welchem Gelenk passiert. Also Kontraktion ist keine gute Antwort. Dann nächste Lieblingsfrage ist, wenn jemand Flexion, Extension, Abduktion, Adduktion sagt, also 2 antagonistischen Bewegungen. Das von den gleichen Fasern ist meistens unmöglich. Ja? Wenn ein Muskel kontrahiert, dann wird das kleiner und dann passiert eine Bewegung. Und das kann nicht antagonistische Bewegung sein. Also entweder Flexion oder Extension, nicht Flexion und Extension. Das ist wieder keine gute Antwort. Es gibt aber Ausnahmen, riesengroße Muskeln, die Fasern haben in verschiedene Richtungen, zum Beispiel wie Trapezius, Latissimus dorsi, Deltoideus, in verschiedene Richtungen haben wir Fasern, dann die verschiedenen Fasern können verschiedene Bewegungen machen. Also wenn Sie Erhebung und Senkung in diesem Fall sagen, ist das richtig, aber wird nicht von den gleichen Fasern ausgeführt, sondern obere Teil hebt den Schulter, untere Teil senkt den Schulter. Dann muss man das so sagen. Ja? Nicht der ganze Trapezius macht Hebung und Senkung, sondern obere Teil, untere Teil macht antagonistische Bewegungen. Also das ist so eine allgemeine Regel. Dieses Bild zeige ich hier für Latissimus dorsi. So Latissimus dorsi, der Name zeigt auch, dass es ein riesengroßer Muskel ist und bildet hier die hintere Achselfalte. Und man kann eigentlich, wenn man Ursprung und Ansatz kennt und im Atlas sieht, also wirklich das Foto sieht, man kann eigentlich schätzen, was die Bewegung ist. Und hier kann man sehen, dass wenn diese Fasern kleiner werden, also verkürzen sich, dann wird der Arm nach hinten und
nach Medial, also Adduktion, Retroflexion und innere Rotation, weil das den Humerus von vorne umkehrt, also wird nach vorne gehen, also wird den Humerus Schultergelenk mediale Rotation ausführen. Die hinteren Muskeln machen fast alle Außenrotation, aber das ist hier eine Ausnahme, weil das den Humerus von vorne umkehrt. Also so heißt das auch Taschenmuskeln. Also wenn Sie eine hintere Tasche in eine hintere Tasche etwas ausnehmen wollen oder also erreichen wollen, dann muss man Adduktion, Retroflexion und Innenrotation machen. Und so können Sie sich erinnern von diesem Bild. Das ist, was Latissimus dorsi macht. Dann nächste Gruppe, thoracohumerale Muskeln. Thoracohumerale Muskeln. Zum Beispiel ist der größte Muskel Musculus pectoralis major. Wieder macht mehrere Dinge. Diese sind nicht antagonistischen Bewegungen, aber macht mehrere Dinge. Meistens, wenn Sie ein sehr detailliertes Buch lesen, können Sie auch 10 verschiedene Funktionen lesen, manchmal über einen Muskel. Wir müssen nicht alle Funktionen lernen, die wichtigsten. Leider in diesem Fall sind diese 3 Bewegungen die wichtigsten Bewegungen. Also, aber man kann das wieder lesen. Vom Bild kann man das eigentlich schätzen, was der Muskel macht. Das macht Adduktion, Innenrotation, weil das von vorne zum Humerus zieht, und Anteflexion. Also alle diese Bewegungen, was hier gezeigt wird, alle diese werden von Musculus pectoralis major hauptsächlich ausgeführt. Und man kann das so trainieren. Also man muss adduzieren und anteflektieren zum Trainieren. Das ist aber klinisch auch wichtig, diese Muskel, sehr wichtig. Und in Brustkrebs, es gibt hier viele Lymphgefäße, also wo wir Metastasen haben können. Und auch zwischen Musculus pectoralis major und minor können wir Lymphmetastasen haben. Und dann muss man manchmal auch den Muskel entfernen. Also das hier ist sehr wichtig, klinisch auch, oder in plastischer Chirurgie ist das auch wichtig. Es gibt einige Variationen. Natürlich können wir vor oder zwischen den pectoralis Muskeln diesen Implant haben. Aber Männer, nicht nur Frauen, sondern auch Männer können Implant haben, wenn sie nicht den Gym sich foltern wollen, sondern einfach große Musculus pectoralis major zu haben, dann können Sie das als Implantat haben. Diese Region, nicht so viel der Muskel, aber die Region ist auch wichtig für Pacemaker. In Regio infraclavicularis würde das implantiert, also hier in dieser Regio findet man Pacemaker. Wir bleiben immer noch mit den thoracohumeralen Muskeln. Ein anderes Beispiel, ein anderer solcher Muskel, riesengroßer Muskel auch, ist Musculus serratus anterior, das hier von 9 Rippen beginnt und zieht zur Scapula. Und das ist die wichtigste Funktion, fixiert die Scapula und macht Elevation. Elevation des Arms ist über 90 Grad. Und wenn wir eine normale Vorlesung hätten, könnte ich zeigen, und Sie könnten das alle mitmachen, dass Sie Angulus inferior alle füllen können mit der anderen Hand. Können Sie Angulus inferior der Scapula führen? Vielleicht haben Sie das auch in der Stunde gemacht. Und dann können Sie eigentlich fühlen, dass bis 90 Grad passiert nichts mit der Scapula. Bis 90 Grad Hauptabduktor ist der Deltoideus. Über 90 Grad, wenn Sie den Arm heben, können Sie fühlen, dass die Scapula bewegt sich. Also die Scapula wird nach lateral gezogen von diesem Muskel.
also Musculus serratus anterior zieht Angulus inferior und ganze Scapula so nach lateral. Und damit geht der Arm auch. Also über 90 Grad ist das hier. An der Seite verläuft der Nerv, der das innerviert. Das ist Nervus thoracicus longus. Und das kann auch gelähmt werden oder verletzt werden. Zum Beispiel heißt das in Neurologie eigentlich Rucksacklähmung, weil ein schlechter Rucksack kann diese Nerv an der Seite komprimieren. Und dann kann man das so untersuchen, dass wenn man so macht und wir eine Asymmetrie sehen, dann können wir sehen, dass hier Scapula wird nicht fixiert. Also diese Seite ist gelähmt. Und die thoracohumeralen Muskeln, also diese zwei haben wir besprochen, detailliert. Aber wir haben noch zwei kleinere, pectoralis minor und subclavius. Alle diese zusammen machen auch oder sind auch Atemhilfsmuskeln, also helfen mit Atmung. Das wissen immer alle. Aber wenn wir fragen, wie ist das möglich oder in welcher Körperposition? Also das hier ist sehr wichtig und Sie kennen das alle, wenn man so macht, also alle diese Positionen sind für den Arm zu stabilisieren oder zu fixieren. Also wieder kann ich die Vorlesung von Frau Lubitsch erwähnen. Also sie hat auch damals erwähnt, also wenn ein Muskel so kontrahiert, dann werden Ursprung und Ansatzpunkte zueinander näher. Wir können einen fixieren, dann wird der andere Punkt bewegen. Wenn wir den anderen Punkt fixieren, dann wird dieser Punkt bewegen. Das ist logisch. Also wenn wir sagen, dass der Arm abduziert ist und Erhebung und so weiter, wenn wir diese Bewegungen benennen, dann betrachten wir den Rumpf fixiert und der Arm ist beweglich. Aber wir können den Arm fixieren, also den anderen Punkt, das andere Ende, und dann wird Ursprung bewegen und, oder bewegt, also die Rippen. Alle diese Muskeln kommen von den Rippen und so werden die Rippen erhoben. Und so helfen mit der Atmung, also bei fixiertem Arm, das muss man sagen. Also nach Jogging oder Sport, wenn man das endet, fixiert man den Arm spontan. Oder wenn ein Patient Atemnot hat, wird so im Bett liegen mit dem Arm fixiert, nach vorne oder nach hinten. Das macht man spontan. Also Patienten fühlen auch, dass es so einfacher ist zu atmen. Okay, nächste Gruppe, Schultermuskeln. Hier haben wir alle diese Muskeln, Deltoideus, Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, Teres major, Subscapularis. Und logisch wieder, was ich schon gesagt habe, Musculus deltoideus macht antagonistischen Bewegungen. Hier zeige ich, also hintere Teil macht andere Bewegungen als der vordere Teil. Der ganze Muskel macht Abduktion, aber hintere Teil ist von hinten, also macht Außenrotation und Retroflexion. Vordere Teil macht Innenrotation und Anteflexion. Also wenn man zum Beispiel über Musculus deltoideus spricht, muss man das erwähnen, aber diese sind, wenn man sagt Außen- und Innenrotation, das wird von verschiedenen Teilen des Muskels gemacht. Und logischerweise, was von hinten zum hinteren Teil des Humerus zieht, macht Außenrotation. Also alle diese Muskeln, Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, die Tuberculum majus oben, Mitte, unten ziehen, diese machen Außenrotation. Die von hinten aber nach vorne ziehen, Teres major und Subscapularis,
Diese werden Innenrotation machen und Latissimus dorsi auch, wie ich das schon erwähnt habe. Okay? Dann gehen wir weiter, das habe ich schon gezeigt. Musculus deltoides, die drei Teile kann man hier sehr gut sehen. Und natürlich, wenn man trainieren wollen, müssen wir Abduktion machen für deltoideus. Aber auch Retroflexion kann man den hinteren Teil trainieren und wird von axillaris innervier. Und diese ist auch eine häufige Stelle für Impfungen. Dann kommen die Oberarmflexoren. Ah, hier fehlt ein Bild. Oberarmflexoren. Das sind Bizeps, coracobrachialis und brachialis und werden alle von musculocutaneus innerviert. Hier wieder, also Muskelbizeps, der berühmteste Muskel, wenn man sowas sagen kann, also Muskelbizeps. Häufige Fehler beim Leichengang ist, dass der kurze Kopf eigentlich länger aussieht, weil der lange Kopf ein ganz großer Teil intrakapsulär ist. Das haben wir schon ganz am Anfang beim Schultergelenk gelernt, dass ein Teil der Bizepssehne im Schultergelenk in der Kapsel zwischen den Schichten verläuft. Also das sieht man von außen nicht. Ja, also das hier ist der lange Kopf und das ist der kurze Kopf, kommt von Processus coracoideus. Das ist ein häufiger Fehler. Andere häufige Fehler ist die Funktionen. Also alle wissen, dass es Flexion im Ellenbogengelenk macht. Ja, das wissen alle. Aber die anderen Funktionen vielmals können die Studenten nicht sagen. Zum Beispiel überbrückt auch das Schultergelenk beide Köpfe. Also machen beide Köpfe auch Anteflexion im Schultergelenk. Plus, weil das zum Radius zieht und wir wissen, dass Radius in dieser Rotation teilnimmt, also Supination, Pronation, macht auch Supination. Also das ist ein sehr starker Supinator. Das können Sie alle fühlen, wenn Sie die Hand hier haben und Sie machen Supination bei gebeugtem Ellenbogen. Das kann man fühlen, dass Bizeps kontrahiert sich bei Supination, bei Pronation nicht. Das kann man fühlen. Wieder, was ich schon in Histo gesagt habe, wenn Sie das selbst an sich selbst probieren, werden Sie sich besser erinnern. Okay? Also Supination auch. Hier haben wir verschiedene Krankheiten auch, aber zum Beispiel Verletzung der Bizepssehne ist relativ häufig an beiden Enden, proximal und distal auch, und dann sieht der Bizeps so aus und tut weh, natürlich. Hier, Entschuldigung, die Buchstaben zeigen sich nicht, das werde ich korrigieren. Das sind die Extensoren, Musculus Triceps, also Oberarm-Extensor ist eigentlich nur der Musculus Triceps mit den drei Köpfen und das macht hauptsächlich Extension im Ellenbogengelenk. Dann kommen schon die Unterarm- und Handmuskeln, Unterarmflexoren und Extensoren. Und diese werden von Medianus und Ulnaris innerviert, die Flexoren, die Extensoren alle von Nervus radialis, also das ist einfach zu erinnern. Und die Handmuskeln werden von Nervus medianus und Ulnaris, also hier macht Nervus radialis nichts, okay, also die Handmuskeln. Also die Flexoren und die Extensoren kommen hauptsächlich von der Umgebung der, des Epicondylus medialis und lateralis. Also die Extensoren kommen hauptsächlich von der Umgebung von Epicondylus lateralis und die Flexoren von der Umgebung von Epicondylus medialis. Also eine Überbelastung von Extensoren verursacht Tennisarm oder Tennisellenbogen, Belastung der Extensoren, wenn man immer so macht, also zu viel repetitive Bewegungen sind immer gefährlich. Also hier können wir eine Entzündung in der Umgebung von Epicondylus lateralis haben. Auf medizinisch heißt das Epicondylitis
lateralis. Also itis bedeutet immer Entzündung. Also Tennis, bei Tennisspielern ist das relativ häufig, aber auch bei anderen Arbeiten, wo man repetitive Extension macht. Und im Gegenteil ist Golfer Ellenbogen oder Golfer Arm, das ist die Belastung von Epicondylus medialis. Wieder bei Sport, verschiedene Sportler können das haben. Dann mit diesen Muskeln schon, allen Muskeln eigentlich, haben wir häufige individuelle Variationen. Zum Beispiel eine von den häufigsten Variationen ist, dass der Musculus palmaris longus kann komplett fehlen. Und das kann auch nur auf einer Seite sein. Musculus palmaris longus Sehne kann man so sehen, wenn Sie so machen. Ja, wie könnte ich das zeigen? So. Und dann machen Sie Flexion. Wenn Sie das machen, ja, also die Finger so und dann Flexion. Dann in der Mitte kommt so eine Sehne auf und das kann man sehr gut sehen. Wenn jemand das hier flach hat, dann hat kein Palmaris Longus. Wie in dieser Studentin, das war eine Studentin von meiner Gruppe, eine Seite war komplett flach, andere Seite hatte sie Palmaris Longus hier in der Mitte. Also das ist die häufigste Variation, Fehler von Palmaris Longus. Ungefähr 20% der Population, also sicherlich gibt es einige Studenten, auch in diesem Jahrgang, ohne Palmaris Longus, aber das ist natürlich kein Problem, absolut kein Problem. Bedeutet das nicht, dass diese Aponeurosis Palmaris auch fehlt. Aponeurosis Palmaris dann beginnt von Retinaculum Flexorum in diesem Fall. Okay. Also das war alles für heute. Nächstes Mal gehen wir weiter mit den Nerven. So, wir werden genau die Nervenlähmungen lernen. Das ist sehr, sehr wichtig für die Prüfung. Aber das war alles für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, natürlich kann ich noch diese beantworten. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und sehen wir uns nächste Woche.